Hallöchen, Freunde, willkommen zu einer weiteren... Da habe ich es gesehen. Zu einer weiteren Folge von Enchanted Cave. Hard Leather Boots, ja gut. Das ist halt... Ja, okay, ob... Ja, es ist tatsächlich nicht so sinnvoll, hier von vorne anzufangen, tatsächlich, ne? Nicht unbedingt. Wir können zwar... Klar, wir kriegen zwar ein paar Items. Aber tatsächlich gar nicht so gut. Das heißt, wenn wir zukünftig immer bei der 10 anfangen... Klar, wir kriegen ein paar Items, logisch. Fire Dagger, aber das sind halt keine sehr starken Items, muss man dazu sagen. Es ist tatsächlich besser, bei der 10 anzufangen. Nein, wir machen es jetzt, ist kein Ding. Wir pushen uns hier ein bisschen durch, haben ein paar Items. Natürlich, wenn sie golden werden, ist es natürlich noch besser. Da ist noch was anderes. Ach, siehst du, die Wings brauchen wir natürlich auch noch. Können aber hier die Wings sein, ja. Ist halt meistens das erste Item, was man findet über so eine Kiste wahrscheinlich. Deswegen, schon okay. Bringt halt auch nicht allzu viel Erfahrung, die Gegner, ne? Ist wahrscheinlich sinnvoller, tatsächlich die anderen Mobs jetzt zu killen. Vor allem haben wir jetzt extrem viel Defense, ne? Gucken wir uns unsere Defense an. 50, ne, warte. 56 Defense, ne? Schon Wahnsinn. Okay, zukünftig fangen wir einfach bei Floor 10 an, ist okay. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Ach, wir können doch theoretisch escapen und dann einfach... Alles escapen. Finde ich da eh wieder. Ich habe einen Feuerdecker schon wieder gefunden. Meine Fresse. Dann lass uns die reinpacken. Oder braucht hier jemand was? Oh, er war schon drin. Dann möchte jemand Boots haben. Boots, Boots, Boots. Schauen wir nicht. So. Fangen wir mal bei dem an. Dim. Salamander, Hallöchen. Oh, nice. Hallöchen. Wooden Quartz Ring, nice. Drei Magie, zwei Dingensen. Nehmen wir mit. Drei Magie, zwei Verteidigung. Er hätte zwei Feuerschaden. Ja, ist okay. Wir können es. Das ist ein Tausch, den ich akzeptieren kann. Lass erstmal die Wings suchen. Da sind sie. Jetzt haben wir auch einen Heal dabei, ne? Das heißt, wir sollten viel Leben verlieren und es nicht nur mit unserer Harp-Regeneration ausgleichen können, dann, da ist schon wieder eins, nutzen wir die Heilung. Shiny Steel Gauntlets. Die sind definitiv nicht besser. Leider sehen wir auch keine Item-Level, das finde ich schade. Ich liebe ja Item-Level-Anzeigen, das heißt also, welches Level das Item hat an Stärke im Prinzip. Um halt vergleichen zu können, okay, was ist besser, was ist nicht besser. Plam, plam. Magic Pickaxe, sehr schön. Und wir kriegen natürlich die Spinnen, bringen uns natürlich auch ein bisschen Leben wieder zurück. Auch nicht verkehrt. Oh, nice, wieder so eine Elfe. Ich bräuchte noch einen... Ich glaube, ich drücke mal... Ich werde mal E hier oben hin machen, dass der automatisch zum... Zu der Treppe läuft, wenn ich E drücke. So. Ah, ich weiß nicht, eh. Fühlt sich komisch an. Wenn ich da so den Finger drauf habe. Nice, schon wieder Level up. Ja, wir werden die Skillpunkte mal draußen erst nutzen. Weil es zwar sinnvoller hier ist zu nutzen. Machen wir trotzdem erst draußen. Zack, zack. Und der Gu, wie stark ist er? Oh, er kann ich nicht einmal angreifen. Oh, nice, da wieder. Und ein Quartz Ring, okay. Wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Haarperik hätten, wäre das ganz cool. Die Quartz Rings. Auf geht's zum nächsten. Ja, gut. Ah, da war noch eine Elfe. Ich hab sie nicht gesehen. Was? Da war nichts. Ich hab nichts gesehen. Mining Helmet. Gibt's hier irgendwas, was schon besser ist? Guck mal, ich kann erstmal ein Schild mitnehmen. Den habe ich noch gar nicht. Hier, Rusty Iron Child. Der macht besser. Der Rest scheint nicht so gut zu sein. Was bringt mir das? 3 und 2 bringt mir das. Das ist einfach nur Feuerschaden. Oh. Okay. Nehmen wir es aber mit. Let's go. Also, ich komme schon gut voran. Gerade mit der HP-Regeneration ist es schon wirklich sehr angenehm. Ja, nehmen wir das noch mit. Shiny Steering, let's go. Ich drücke E. R müsste ich wahrscheinlich drücken, oder? Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt auf WASD meine Tasten und meine Finger habe. I don't know. Spiky Ring.
Ah, du bringst uns natürlich 15 XP pro Gegner. Nicht wenig. Mit deinen Spitzhacken. Okay, dann sind wir noch Spitzhacken da drin. Oder? Hier auch? Na, okay, so eine andere Potion. Oh, wo geht's hier lang? Hallöchen. Ich wollte euch mal besuchen kommen. Das nächste muss ich gar nicht besiegen. Aber den da muss ich killen. Ah, ich liebe dieses Spiel. Liebe, ja, wirklich, liebe es jetzt schon. Hat mich total angefixt. Und da ist wieder eine Fee. Und seht, wie viel Harpregeneration ich habe, ne? 6 ist echt nicht wenig. Dafür, dass ich mittlerweile so viel Defense habe. Seht ihr das? Die Viecher machen kaum Damage an mir. Holy shit. Naja, wird Zeit, um Flur 20 zu gehen. Let's go. Werden wir uns mal diesen Weg dahin hinbegeben. Manarek bräuchten wir jetzt noch. Dann kann ich, sollte ich mal, oh ne, Geode. Mhm, interessant. Dann werde ich immer Mana nutzen. Oh ja, viel, hat ja auch viel Leben gehabt. Ja, werden stärker. Ein Breitschwert. Ah, dahinter hat sich versteckt, das Ding. Sogar mit einer Fee. Sehr geil. Goblin Shield, nice, mit 7 Defense. Und Tiny Spine. Ist besser, ja, ne? 2% Blockchance wahrscheinlich, denke ich, wird das sein. Let's go. Ich kann einmal hier nutzen. 100 Leben. Klar, weil meine Magic verbessert wurde, ne? Ich hätte den Salamander killen sollen. Wäre einfacher gewesen. Tja, wo müssen wir lang? Gute Frage. Was ist sonst ein Eisding, das will ich haben? Da komme ich sogar in den Unterkampf, nice. Ah, da. Ich komme sogar ohne, dann, alles klar. Bronze Defender 10. Ich kann mich bestimmt noch. Oh, Tether Clock. Ich kann mich bestimmt auch während. Ja, während des Kampfes heilen, oder? Guck mal, ich kann erstmal das hier mitnehmen. Ich will Schaden nicht auf einmal mehr mache. Meinen Herrn bringt nichts. Tethered Cloak wollte ich gerade gucken. Oh, das bringt ja auch viel. Aber jetzt Harpy-Regeneration. Nee, das kann ich nicht machen. Harpy-Regeneration ist wichtig. Ist hier irgendwas? Nö, wa? Dann auf zum nächsten. Oh, Frösche. Swamp Toad. Das war aber gerade ein Crit wahrscheinlich, oder? Und viel Damage gemacht. Frogleg, ah. Froschschenkel. Lass uns erstmal die erkennen, damit wir auf jeden Fall safe weiterkommen. So, machen wir das ein bisschen. Gut, dann auf zum nächsten. Dann war es erstmal safe. Danke, der hat eine Kiste. Wir können alles Quicksell junken, was jetzt halt nicht Dings ist, ne? Broadsword, yo, kann weg. Spiky Ring könnte mir. Kann man das wegmachen? Danke. Boah, wie cool das ist, bitte schön. Jungle Hunter ist genau weg. Die Boots, so. Ich mir die erstmal selber an, weißt du? Was ist das? Steel Boots. Ja, der hat noch anderes. Jungle. Könnte man mitnehmen. Sparkring, Spiky Ring. Das hat 4 Schaden, ne? Macht halt Feuerschaden. Ah, mit. Jetzt haben wir gar keinen Feuerschaden mehr. Alles Vorige ist weg. Acid Flower. Oh, nicht, dass sie mich vergiften können. Das wäre widerlich. Aber ich glaube, sowas wie Gift gibt es hier gar nicht in dem Spiel, oder? Sind das Fallen? Kann ich da. Okay, ich kann nicht da nicht rüberlatschen. Ist einfach nur eine Umgebung. Aha, immerhin schon mal 21. Gucken wir weiter, was gibt's hier noch? Irgendwann kommt ja immer noch mit so eine Fake-Trap. So eine Fake-Kiste. Definitiv. So, können sie heilen. Da ist noch eine Fee, die wir mitnehmen werden. Ah, schon wieder eine Treppe. Jetzt bräuchte ich mal wieder so eine. Eine Legendary-Kiste. Ja, das wird, glaube ich, ein bisschen stärker sein, das ganze Stuff, den wir da drin kriegen. Aber
Sieht nicht danach aus, ob wir einen kriegen würden. Guck mal, jetzt haben wir schon eine bessere, bessere Heal Potion. Oh. Wollte ich gar nicht. Das wollte ich nicht. Noch eine Geode. Goblin Chief. Ja, das Caves Goblin macht jetzt tatsächlich nicht mehr viel. Die sind tatsächlich nicht mehr allzu stark. Oh, eine Schlange, neuer Gegner. Eine Jungle Snake. Wir sind jetzt im Jungle scheinbar. Ab in den Jungle, Leute. Ziehen wir uns rein. Das gute Stück. Na, lass mir die Pflanze noch mitnehmen. Kann ich auch drüber latschen? Geht nicht. Dann nicht. Giant Jungle Spider. Can't run. Boah, ist das abartig, du hässliches, dreckiges Kackvieh. Oh, nice. Ah, oh nein, ich habe Defense genimmt. Fungushelm. Boah, Alter, da kann man nicht mal dodgen bei dem Vieh. Ja, Compare machen wir mal. Das ist Manrek, ne? Oha, Alter, wie wir einfach overpowered werden. Flo 25 ist ein Bossgegner gewesen. Oha, Alter, ich kann es froh, dass ich Heal habe. Eieieiei. krieg ich Manarek? Tatsächlich, ich hab Manarek. Hier ist auf jeden Fall ein Dingensen, aber da komme ich nicht hin, ne? Mutant Dragonfly. Greift ziemlich schnell an. Oha, Alter, wir müssen auf jeden Fall unser Dings verbessern, unser Wizard. Er muss echt komplett einmal außen rumlatschen, um da zu dem Ding zu kommen. Ist ja voll nervig. Mage. Aber so alles noch ein bisschen mixen, ne? Ach komm schon. 1000 Milliarden Schlangen hier. 102. Ah, okay, 102, dem ist jetzt nicht so viel. Oh, stirb, du Drecksvieh. Ich will das Legendary wieder haben. Okay, bei 25 werden wir versuchen. Oh, Hallöchen. Ich will dir aber immer noch nicht meine Dings geben. Oh. Nein. Ich gebe dir meine Wings immer noch nicht. Der hat irgendwas gefunden, ne? Ein paar Proben, die möchte er gerne nach draußen bringen. Aber bisher keine Wings gefunden. Schwierig, ne? Wenn ich nämlich keine Wings finde, und dann bin ich halt am Arsch. Da habe ich irgendwie wenig Bock drauf, ne? Okay, wir gehen raus. Eieieiei. Meine Güte, aber gutes Zeug gefunden, muss man sagen. Wir nehmen Fire Dagger wieder mit. Ups. Ah ja, es geht jetzt, wo ich eh hin. Ist okay. Was haben wir hier noch? Flamestrike? Windblast? Ich hätte gerne Manarek, sowas haben wir nicht, ne? Oh, das wäre gut, ein Revealer. Deckt die komplette Map auf. Achso, es kostet immer Mana, alles, weil ich dachte, das wäre was Permanentes. Dann natürlich nicht. Was haben wir hier? Mana plus 25, Magic plus 10. Enchant any normal item into an artifact to keep permanently. What the fuck, Alter? Okay. Vielleicht ein Item from Distance, alles klar. Wir werden auf jeden Fall dann danach hier hingehen, zu Transmute. Lass uns aber erstmal ein bisschen weiter Richtung Angriff pushen. So, mehr Defense können vielleicht nicht. Kritische Chance plus 10. Das ist nicht, tatsächlich nicht verkehrt. Ich denke, damit sind wir hier eigentlich ganz Nein, es fehlt ein Punkt. Ah, ist das bedauerlich. So, ein Sparken kommt noch hier rein. Der Rest kommt erstmal hier. Was willst du vielleicht haben? Hm, Ring will er haben. Weird Pixie Pants. 1000 Gold. Ne, lass mal. Ist mir alles so teuer. Warum sind die alle so teuer? Kann ich die zweimal einlegen? Kann ich nicht. Okay. Dann werden wir das verkaufen. Lass uns doch mal bei der 20 anfangen. Ah, geht sowieso nicht anders. Lass uns gerne hier ein bisschen was verkaufen. Oder behalten wir die? Ich weiß nicht. Behalten wir die? Ich glaube nicht. So. So. Wir haben aber auch keine Item. Ja, okay, hätte ich vielleicht More Stats. Ach, guck mal, hier haben wir Dodge Chance. Ach, das ist Dodge Chance. 30% Critical Hit Chance, sehr gut. 6 HP-Ring, 4 Mana-Ring, 6 Bluten, Life Gen haben wir nichts.
Crafted Potion Duration, one battle. Also die Tränke halt nur ein Kampf. Okay, müssen wir auch später verbessern. Jetzt erstmal nicht. Erstmal möchte ich jetzt sehen, ob ich jetzt gegen den Dings nochmal kämpfen kann. Gegen den Boss. Lass mal die Pixie dort mitnehmen. Sehr schön. Bam. Ach ja, Wings. Ah, verdammt, da waren die Wings vielleicht gewesen. Ah, hier sind sie vielleicht auch. Danke. Das ist schön, dass die Wings sehr zeitnah kommen. Das gefällt mir. Das macht sehr angenehm. Brauchen wir jetzt nicht so reinschwitzen, weißt du? Okay, brauche ich nicht viel machen. Die Treppe habe ich noch gar nicht. Die habe ich noch gar nicht. Jetzt müssen wir natürlich hier regelmäßig natürlich auch heilen, ne? Wenn wir natürlich Malarik haben, müssen wir das Feuer natürlich ausnutzen. Die gehen am Blut natürlich sehr schön. Jungle Sandals haben wir noch nicht gehabt. Chainmall Dingensen. Nee. Ist er unten lang? Mal schauen. Nee. Aber nehmen wir trotzdem mit. Schauen wir uns hier weiter. Ach, hier ist die. Leute, ich bin einfach nur blind. Ist okay. Ist okay. Ich bin blind. Oh, nice. Stone Boots. Steinschuhe. Na, immerhin. Nehmen wir definitiv erstmal mit. Erstmal Legendary. Oh. Kann ich also während des Kampfes nutzen. Sehr, sehr praktisch. Haben wir natürlich auch gerade schon während des Bosskampfes herausgefunden. Max MP plus 2 ist sehr cool. Hat ein bisschen was von der Greedy Cave, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das Let's Play von der Greedy Cave geschaut habt bei mir. Bestimmt natürlich nicht, ne? Ja. Wer kennt mich schon? War auch sehr angenehm. War auch sehr grinding-lastig, allerdings halt, ich glaube, hochkant. Ich weiß nicht, auch, aber mobile, aber ist ja auch mobile hier. ja. War halt hochkant. War dann halt nicht so schön. Und dann. Ach, guck mal, jetzt haben wir 25 und ist kein Bossgegner. Schade. Aber das ist natürlich ein Legendary gewesen. Bei dem Bossgegner. So, was ist mit den Ringen hier eigentlich? Kann ich die auch verbessern? Enchanten. HP-Ring XP-Bonus. Zweite. Critical Hit Chance oder Defense, oder? Bluten Critical Hit Chance, Attack Critical Hit Chance, Defense oder Magic? Machen wir Magic dazu? Das ist ein bisschen wenig. Nochmal Attack hier, wa? Zwei Attack, drei HP-Regeneration, 30. Mana kostet mich das. Gehen wir von außen lang. Wir haben halt eine ultra krasse Crit-Chance mittlerweile, ne? Ich werde mal ganz kurz meinen Heal auf die 1 legen, dass wenn ich 1 drücke, mein Heal reingeballert wird. Ah, ist okay. Funktioniert. Nicht, dass er auswendig die Wings nutzt, weißt du? Aber ich das Spiel... Oh, Silver Cutlass, 25 Schaden. Ich habe natürlich keine geile Waffe, muss man dazu sagen. Macht 19 Schaden weniger. Und er hat noch 3 Bluten drauf. Wir brauchen definitiv eine neue Waffe. Definitiv. Wir werden einfach durchsägen alles. Holy shit. Hab schon mal die Treppe schon gefunden. Sehr nice. Klar, war ja direkt am Anfang. Ich bin immer irritiert, wenn die Treppe direkt neben mir ist, wenn ich loslaufe, wenn ich spawne, weißt du? Ist für mich irgendwie nicht sinnvoll. Oh, Hallöchen. Problem ist natürlich, wenn da wieder so ein Gegner kommt, muss ich halt aufpassen, dass ich einfach dagegen laufe. Die Gegner sind schon stark. Sind schon echt zäh. So viel Leben habe ich jetzt, so viel Mana habe ich jetzt gar nicht mehr. Oh, Hallöchen, Max Mana. Wenn man vom Teufel spricht.
Waffe! Komm schon. Ja, die sind tatsächlich sogar besser, ne? Aber die haben, bringen mir 4 Magic dazu. Ah, schwierig. Oh, da will ich hin. Da komme ich wahrscheinlich hin, ne? Ancient Tortoise. Tortoise? Whatever. Oh, Flur 30, nice. Ja, Life Dance Everything, das stimmt schon. Was haben wir hier schönes? MP Light Attack. MP Regeneration. Ice Attack. HP Fire Defense. HP Regeneration finde ich sehr, sehr angenehm. Machen wir mal her damit. Light Attack finde ich aber auch nicht verkehrt. Wir haben eine Health Potion und eine Small Health Potion. Und wir verkaufen mal alles andere, was ziemlich sinnlos ist. Mal her damit. Wir nehmen mal... Oh, ich habe... Ein Ring fehlt mir. Ach, guck mal, den habe ich gar nicht... Mit der Frage, warum ist der gar nicht angedenkt gewesen? Weil ich hier einen Enchant habe, oder was? Light Attack, MP-Regeneration. Ja, ist halt nicht gut. Ich habe keinen Mana mehr, ne? Verdammte Axt aber auch. So, hat er wieder abgelegt. Alles klar. So. Man weiß sich doch zu helfen, wa? Wer haben wir denn da? Eine Minecraft-Figur. Gibt bestimmt noch Gegner, die mich sonst nicht weglassen, weißt du? Gibt's bestimmt. Haben wir noch irgendwo was? Talg. Aber wir können noch ein bisschen weiter. Das echt super aufpassen, ne? Und geht's weiter? Gibt's hier irgendwo eine Kiste, die wir mitnehmen können? Was sind das für Viecher? Temple Spirit. Ah, okay. Schwäche ist halt Licht, das, was ich schon habe. Kriege ich sie down? Ich denke nicht. Wir gehen raus. Let's go. Puh. Ich habe 96 Gold minus gemacht. Das ist völlig in Ordnung. Ich habe halt was ausgegeben, ne? So, der Fire Dagger kommt wieder rein. Ja, Chainmail-Dingens ist schwierig. Gibt mir zwar mehr Defense, aber hier ist, ist Blut und Dingsteig drauf. Alles klar, vergiss es. Weg damit. Oh, die haben sogar einen extra Platz dafür. Jedes ist im Hintergrund beschrieben, wo es hin soll im Museum, ne? Die Hose ist jetzt nämlich an die zweite Stelle gerutscht und nicht an die erste. Ja, meine Freunde, echt cooles Game. Wir haben Missing This Month 18. 18 Leute und wir schon vermisst. Sehr, sehr cooles Game. Wir machen gleich in der nächsten Folge weiter von Enchanted Cave 2. Ich hoffe, es gefällt euch und bis dahin, Leute. Ciao, ciao.